Kirby und das vergessene Land. Heute alle geheimen Level. Noch eine kleine Bonus-Folge. Ich habe hier schon eins geöffnet. Das erste, das war in der letzten Folge, das habt ihr vielleicht gesehen, das war hier, Ringstopferschatz. Und hier auf der linken Seite ist der Rohrstopferschatz, den mache ich jetzt. Aha, ich glaube, das sieht chillig aus. Muss man eigentlich nur springen. Sollte man hinkriegen. Oh, ich bin nicht gesprungen. Nicht aufgepasst. Ganz schön schwer. Aber stand auch Schwierigkeit 3. Ich bin doch gesprungen. Bin wieder gesprungen. Ich glaube, ich muss springen spammen. Ja, man kann einfach springen, spammen. Ach, als ob! Ich hab's jetzt geschafft, scheiß drauf. Brauche ich hier Bremskugelblitz. Den habe ich doch. Den habe ich doch. Habe ich ihn nicht gemacht? Aber wir sind auch. Ah, hier. Suchen. Ah, als ob hier nichts ist. Oh.
Oh. Hier ist einfach nichts. Ach, geradeaus, oder Mann. Na gut, das ist ja einfach nur auswendig lernen, sage ich mal, ne? Wie fandet ihr das? Da ich da einfach runtergefallen bin? Mal gut, ne? Ah, mit dem Profi. Egal, ich will eh nur diese scheiß Sterne. Meta Knight Schwert. Das mache ich mal eben. Hallo Lara, wie läuft's? Läuft die Arbeit? Moin, Zwiebel. Doch, doch, ich habe gut geschlafen. Bis 7 oder so habe ich geschlafen. Alles gut. Das Game gestern noch durchgespielt. Und das mache ich halt 100% noch, ne? Ich bin fast tot. Aua! Ey, und dann noch ein Schwertgrobian. One-Hit bin ich. Alter, sieh, wie oft ich ganz knapp nur gewinne. Krass. Arbeit nervt, ja. Deswegen habe ich heute freigenommen. Hihi. Also diese Versteckten sind schon ein bisschen schwierig. Schwieriger.
Du Eisgebiet fertig. Hier habe ich auch beide. So, wo ist hier was versteckt? Habe ich gar nicht gemacht. Rein da. Aha. Oh oh. Ich hab aufgepasst. Alter, hör doch mal auf jetzt hier. Gehen nach einer Zeit wieder auf. Siebenundachtzig. Objektiv. Kommt drauf die Gewichtung an. Ich bin kein Kritiker, deswegen kann ich das nicht sagen. Ich kann ja mal aber versuchen, ein paar Worte zusammenzufassen. Die Story ist eine Standard-Story. Kidnappen, wieder retten. Das ist so Mario-mäßig. Da musst du dann selber entscheiden, ob das jetzt eine gute Story ist oder nicht. Es gibt einen Kritikpunkt, den ich habe bei den Cutscenes. Gibt es keine Soundeffekte. Das finde ich richtig wack. Das hört sich so komisch an. Das ist, als würdest du ein Video gucken und andere Musik drüber legen. Das ist ganz komisch. Aber das, was übertrieben gut ist, wo ich eine 95 geben würde, ist das Gameplay. Das Gameplay, also wenn du den bewegst, es fühlt sich so gut an. Ich kann das gar nicht in Worte fassen, wie gut sich das anfühlt. Ja, was soll ich tun? Einfach nur anmachen. Also es macht so Spaß, mit dem durch die Gegend zu laufen. Fühlt sich so smooth an, mit dem zu laufen. So butterweich alles. Und die ganzen einzelnen Fähigkeiten fühlen sich alle sehr, sehr gut an einfach. Und das macht's aus für mich. Lolli? Ah ja, unbesiegbar. Die Story ist irrelevant. Die Cutscenes sind ein bisschen öde. Wegen den fehlenden Soundeffekten. Und Technik ist okay. Bei der Technik würde ich wahrscheinlich eher so 4 von 5 Punkte geben, also so eine 80. Aber das Gameplay ist echt übertrieben gut. Habe ich hier alle? Ne, einer fehlt noch. Ja. Technik ist halt nicht so mega krass, ne? Also es hat schon seine Probleme. Aber das, worauf es ankommt, ist gut. Das, was im Vordergrund passiert und das, was direkt in der Nähe von Kirby passiert und alles, was mit Kirby zu tun hat, ist gut. So kann man es eigentlich sagen. Alles, was mit deinem eigenen Gameplay und mit Kirby zu tun hat, ist sehr gut. Alles, was so ein bisschen darüber hinausgeht, ist dann immer noch okay. So. Deswegen würde die 87, würde ich schon sagen, ist okay, ja. Oh, das geht da nicht.
Du musst nach links. Du musst nach unten. Und was ich jetzt noch gar nicht ausprobiert habe, ist dieses Teamplay, ne? Das müsste ich vielleicht heute mal ausprobieren, dann könnte ich dazu auch was sagen. Das finde ich bei Mario-Spielen zum Beispiel immer sehr gut, wenn man das dann mit mehreren spielen kann. Das ändert dann nochmal das ganze Game. Und dann bin ich gespannt, wie die das mit der Kamera gelöst haben. Der muss nach links unten jetzt. Ich brauche Platz. Ich brauche Platz. Oh, das ist cool. Hier wird schon kompliziert. Ich habe nur gering eine bestimmte Zeit, ne? Ich parke dich mal kurz hier. Dann kommst du hier vorbei. Ja, es gibt Teamplay. Man kann, also ich habe bisher gesehen, also nichts gesehen, was man nicht auch zu zweit spielen kann hier. Man kann das Kolosseum zu zweit machen, man kann alle Bosse zu zweit machen. Also Teamplay gefällt mir sowieso immer gut im Spiel. Das müsste ich mal heute noch ausprobieren. Kann ich was dazu sagen? Man könnte vielleicht noch sagen, dass der Umfang von dem Game ein bisschen wenig ist. Ich habe es gestern durchgespielt in 8 Stunden, was okay ist. Blind. Ich habe auch nicht alles eingesammelt, also mir fehlen ein paar Sachen, deswegen sammle ich ja gerade. Aber storymäßig in 8 Stunden, da gibt es bestimmt wieder Leute, die das kritisieren, weißt du doch. 50 Euro für 8 Stunden. Ah, dabei kannst du noch ins Kolosseum, du kannst alles sammeln, du musst auch Münzen sammeln, um die ganzen Sammelgegenstände zu bekommen. Du kannst deine Kappen oder deine Fähigkeiten noch aufleveln. Also es gibt um das Story-Game halt noch viel zu tun. Und der Wiederspielwert ist halt mega gut, ne? Ich kann mir schon vorstellen, dass man das dann nochmal neu anfängt und dann mit seiner Freundin oder so. So werde ich das machen. Der Automatenstopfer. Ja, also wenn ich es nicht streamen würde, habe ich gestern auch schon gesagt, wenn ich es nicht streamen würde, dann würde ich nie länger als 1,5 Stunden spielen. Erstmal willst du das gar nicht so krass schnell durchspielen. Und man braucht auch mal eine Pause. Wenn ich jetzt nicht streamen würde, dann würde ich das auf jeden Fall anders spielen. Kannst du mal nach links, bitte? Oh Mann, ich bin so ein Loser. Machen. Oh, 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 das habe ich ja ganz falsch eingeschätzt. Ich bin mit der Story komplett durch und ich sammle jetzt alle Sterne gerade. Kolosseum habe ich heute Morgen schon gemacht. Kolosseum durchgemacht. Jetzt sammle ich Sterne, damit ich meine ganzen Fähigkeiten upgraden kann. Und dann geht's los, alle Waddle Dees zu sammeln.
Aber wie gesagt, die Story habe ich gestern durchgemacht, habe ich auch heute Morgen schon hochgeladen auf YouTube. Ich habe heute Morgen sieben Folgen hochgeladen, da hast du die komplette Story einmal durch. Waren ungefähr 7 Stunden. Zeit ist ja ganz schön knapp bemessen. Das freut mich. Ey, einer hat bei mir beim ersten YouTube-Video drunter geschrieben, dass der Ton von dem Spiel zu leise wäre. Findet ihr das auch? Ist das Game gerade zu leise? Ja, ne, fand ich auch. War echt komisch. Bremskugelblitz. Kann ich den jetzt mal als Eimer benutzen? Okay, man kann ihn tatsächlich nur einmal benutzen. Verlangsamt, glaube ich, die Zeit. Das habe ich mir auch gedacht, ehrlich gesagt. Dass ich das Problem war und nicht, dass das Game zu leise war. Ah, das wird immer wieder aktiviert, wenn ich einen treffe, oder wie? Boah, das ist ja komplett overpowered. Das ist komplett broken. Danke. Und jetzt geht mir langsam die Sternencoins aus. Weiß ich auch nicht. Vielleicht verrückt. Spielzeughammer. Sägezahnbumerang. Okay, suchen mal die versteckten. Ich hoffe, es kommt noch mal ein Minigame mit dem Auto. Verstecktes.
wieder zurück. Geschafft. Ja, ungefähr seit 8. Was sollen wir jetzt? Ja, kurz vor 8 bin ich live gekommen. Um 7 aufgewacht. Habe ich mir einen Kaffee gemacht. Dann habe ich kurz Social Media abgecheckt und habe mich live gegangen. Hab schon vieles geschafft auch. Ich trinke nicht mehr als einen Kaffee am Tag. Alles immer in Maßen. Ah. Ja, ein Kaffee. Eine Zeit lang auch zwei getrunken und als ich noch im Büro war, sogar teilweise drei. Fühle mich aber besser mit nur einen trinke. Ach man, ich muss halt auch treffen, ne? Ja, okay, sehr gut. Freut mich, dass es hier besser geht. Das wird ganz schön knapp. Hier. Der letzten Sekunde geschafft. Warst du gestern so müde? Ich bin gestern um 6 aufgestanden, habe bis 12 gearbeitet, bin dann zum Laden. Eine halbe Stunde hin, eine halbe Stunde zurück, habe Kirby geholt, dann habe ich gegessen, also vorher gekocht, dann gegessen. Und dann habe ich 8 Stunden gestreamt und dann habe ich noch 2 Stunden geschnitten. Mein Tag war gestern auch sehr produktiv. Normal, Schatz. Kirby saugt alles ein. Ich habe Gleitzeit. Ich habe die Woche über an 2 Tagen 2 Stunden länger gemacht. Und deswegen hatte ich gestern einen kurzen. Ich wusste ja, dass Kirby kommt, deswegen habe ich da ein bisschen voraus geplant.
Oh. Habe ich jetzt ein Problem? Hast du denn jetzt schon mal ein Roh? Die können sich ja gegenseitig treffen, das ist ja witzig. Hast du denn jetzt schon mal ein Roh-Bild, dass man mal sieht, wo die Geschichte hingehen soll? Der Kirby ist ja voll gut. Eigentlich. Aua. Instagram habe ich was. Ach so, ja, guck ich gleich. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Nackte Frau oder Schwalbe? Ich finde ja echt beides gut. Aber ich will auf jeden Fall den Hintergrund nicht schwarz lassen. Guck mal hier, das ist auch noch. Weltraumentdecker, stimmt. Habe ich ja jetzt. Rein da. Nein. Wow, nein, nein. Ey, du musst jetzt erstmal weg, du gehst mir am Sack. Noch nö. Ich hoffe, dass das letzte ist. Oh Gott. Ja, Kiez, passt doch. Es gibt doch bestimmt so eine Panorama-Ansicht vom Kiez. Oder? Und dann nimmst du das als Hintergrund. Noch ein verstecktes. Oh, hier, suchen. Nee. Oh, das habe ich auch noch nicht. Sturmtornado.
Also es ist auf jeden Fall schon mal hier alles, was mit Kirby... Also das, was ich gesagt habe, ist gar nicht so dumm, weil alles, was mit Kirby zu tun hat, sieht sehr gut aus. Wie gut das aussieht, wenn er alles so um sich herum wirbelt. Ich glaube, das war auch... Oh, wow, wow, wow. Das, worauf die Entwickler viel Wert gelegt haben. Dass einfach das Gameplay, alles, was mit Kirby zu tun hat, sehr gut aussieht. Wieso haben die eigentlich so viel Leben? Blitze sind ganz cool. Nein, nein, nein! Also zum Kämpfen ist der Tornado immer noch scheiße. Ja, wo ist das letzte Versteckte? Aber was ganz anderes, das ist auch immer sehr gut. Das werden dir auch viele Kreative sagen. Manchmal ist es gut, das, was du bisher gemacht hast, weil du dann so darauf versteift bist, komplett über Bord zu werfen und nochmal komplett von neu anzufangen. Hä, hey, habe ich... Sicher, dass hier einer fehlt? Ja, hier fehlt noch ein Fragezeichen. Aha, da hinten ist noch was. Auto, let's go. Zum Glück ist das einfach. What? Noch eine Runde.
Ey, nicht noch eine Runde. Gut. First try. Boah, fast runtergefallen. Damit dürfte ich alle Level gefunden haben. Ja. Und was ist da oben? Das, 8 von 10? Ah, genau, das habe ich noch nicht und das habe ich nicht. Spielzeughammer. Und hier fehlt mir der Bohrer. Habe ich alles? Ja, von Anfang an durch. Wüste. Spielzeughammer, Sägezahnbumerang. Hammer und Bumerang. Ich glaube, ich habe nicht genug Coins. Erstmal Coins sammeln. 1300, kann ich nur eins machen. Zurückkehren? Wohin zurückkehren? Ist irgendwie chillig, weil ich kann einfach beide mal ausprobieren. Ist ja, verliere ja nichts. Einen habe ich. Ach, hier ist noch ein Schalter.
Zum Stream, okay. Ja, viel Spaß draußen. Ist auch mega schönes Wetter wieder. Ist eine gute Idee. Lass hören, Lara. Bin gespannt. Schade, dass ich hier jetzt nicht sehe. Ach. Das sind nur die. Okay, mach ich so weg. Und dann kann ich hier gucken. 8 von 10. 3 von 7. Komm, machen wir den. Aber mit Eis auf jeden Fall. Jetzt wird es wieder nichts. Ich hätte mal zwei Fragen. Mit welchem Programm arbeitest du, um deiner Kreativität freien Lauf zu lassen? Und wofür machst du das Ganze? Also wo soll er später angezeigt werden, meine ich. Schlüpfe zwischen den Beinen von Gorillas hindurch. Das mache ich. Okay. Das ist gut. Geschafft. Stimmt, wo ich den einmal besiegen ohne Power-Up oder so. Für die Artworks, Also bist du schon eher kreativ. Ich glaube, ich muss gleich mal bei Instagram wieder gucken. Ah, innerhalb von 2 Minuten habe ich auch. Jetzt bin ich mal gespannt, was das dritte ist. Sigurus mit der Spezialpower Schwert. Okay, mach ich. Jetzt ist die Frage, konnte ich Schwert da direkt auswählen im Level? Ich hoffe ja. Thank you.
Ja, kann man. Ich komme hier mit einem Meta-Knight-Schwert an, dabei ist das einfach der erste Boss. Da sollte man eigentlich ganz, ganz normal ein Link-Schwert haben. So witzig. Bizeps-Bestie. Mehr Schwertchen. Ohne Schaden. Ja, habe ich eben mit dem Eisding Schaden erlitten? Erlitten? Das ist ja eigentlich auch easy. Mann. Wundert mich, dass ich das mit dem Eisding eben nicht geschafft habe. Hab ich aufgepasst bestimmt. Bisschen vorsichtiger spielen. Haben wir alles. Acht von zehn, nur das fehlt noch. Finde den, erzünde vier Laternenschalter, entferne das Gesuchtposter. Muss ich mir Feuer nehmen. Laternen und das Poster weg. Chillig.
Da ist eine Laterne und die habe ich, glaube ich, vergessen am Anfang. Aber... Das gesucht Poster. Ist das hier? Guck lieber mal. Nein. Ist auch kein Poster. Ich habe gar nicht auf Laternen geachtet jetzt, aber ich glaube, da waren keine. Eine Laterne noch und das Poster. Laternen habe ich alle. Es fehlt nur das Poster. Wo ist das Poster? Da ist es.
Bin ich mal gespannt, ob irgendwas hier in der Welt passiert, wenn man alles hat. Danke! Danke! Es gibt tausendprozentig noch irgendein Add-on, wenn man alles geholt hat in jedem Level, in jeder Welt. Eins, zwei, ey, hier gibt es nicht eins. Zerstöre die Wurzeln, mache ich. Bestimmt auch einmal besiegen, ohne Schaden zu nehmen oder so. Okay, nur eine Wurzel, nicht alle Wurzeln. Und bestimmt einmal besiegen, ohne Schaden zu nehmen. So muss man das bestimmt bei jedem machen. Dann nehme ich einfach Eis. Oh, er weint. Oh! Achso, die gibt es sowieso. Ich glaube, es war Pizzi mit dem Kaffee. Besiege den Boss ohne eine Spezialpower einzusetzen. Oh. Okay. Ohne Spezialpower. Was mache ich denn dann jetzt? Kann ich das Ding einsaugen? Aua! Kann ich das einsaugen? Nee.
Oh. Besiege den Boss ohne einen Spezialpower einzusetzen. Ohne Schaden, ich wusste das. Hole ich mir Eis und dann mache ich hier nochmal. Und ich würde sagen, fürs Video reicht das erstmal. Ich sammle jetzt in allen Welten alles ein, mache alle Upgrades. Und wenn dann noch was Neues kommt an Content, dann würde ich es nochmal aufnehmen und auf YouTube stellen.